Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit langem wird in Deutschland über den Pflegenotstand gesprochen. Wenig getan. Und nun stehen wir kurz vor einer Pflegekatastrophe. Und deswegen muss jetzt sofort gehandelt werden. Der Pflegenotstand betrifft uns alle. Und er ist eine der größten und wachsenden Herausforderungen in unserer Gesellschaft. In Krankenhäusern gibt es in weiten Teilen unseres Landes bereits offene Stellen, die nicht mehr besetzt werden können. In der Altenpflege ist der Fachkräftemangel sogar flächendeckend. Zehntausende guter Fachkräfte haben dem Beruf den Rücken gekehrt, weil die Arbeitsbelastung, weil die Arbeitsbedingungen immer weiter steigen. Und deswegen ist diese Entwicklung zu stoppen. Und das kann man nur mit unseren Sofortprogrammen. Denn, meine Damen und Herren, was bedeutet es denn, diese Situation, die wir jetzt haben? Die Fachkräfte, die Pflegefachkräfte gehen über ihre Grenzen. Sie schaffen trotzdem nicht, ihrem Wunsch nachzukommen, die Menschen gut zu pflegen. Das bedeutet, dass die Pflegebedürftigen, dass wir für diese nicht mehr sicherstellen können, dass sie tatsächlich eine menschenwürdige Pflege bekommen. Und wir wissen, dass auch die Angehörigen, Freunde oder Verwandte aus der Nachbarschaft, die sich Tag und Nacht um Pflegebedürftige kümmern, dass durch diesen Mangel Unterstützung und Entlastung im Alltag fehlt. Meine Damen und Herren, gute Pflege braucht Zusammenhalt. Und wenn ich das hier ganz kurz sagen darf, die Diskussion heute Morgen von einigen Debattenbeiträgen macht mir große Sorge. Denn Gift und Galle ist nicht die Lösung für dieses Problem, sondern der gesellschaftliche Zusammenhang. Und dafür wollen wir alle hier zusammen kämpfen, soweit wir Demokraten sind. Leider ist es so, dass in den Sondierungspapier, das wir jetzt vor uns zu liegen haben, 8.000 zusätzliche Plätze vorgesehen sind. Meine Damen und Herren, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Tropfen reichen aber nicht mehr. Der Pflegenotstand muss sofort angegangen werden. Und deswegen bringen wir heute zwei Sofortprogramme ein. Eins für die Krankenpflege, eins für die Altenpflege. Und die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Wir wollen im Krankenhaus 25.000 zusätzliche Plätze, Fachkraftstellen schaffen und wollen dafür 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, damit keine Fachkraft mehr alleine eine Nachtschicht besetzen muss. Wir wollen verbindliche Personalbemessungsinstrumente, die sich am tatsächlichen Bedarf der pflegebedürftigen Menschen orientieren. Und auch in der Altenpflege brauchen wir dringend, und zwar heute, neue Stellen. Wir schlagen vor, den Pflegevorsorgefonds aufzulösen, weil wir genau jetzt neu in Personal investieren müssen. Und deswegen schlagen wir vor, auch hier in diesem Bereich, unter anderem durch die Auflösung des Pflegevorsorgefonds, ungefähr rund 25.000 Plätze neu zu schaffen. Und das ist das Dreifache von dem, was in der Sondierung vorgesehen ist. Und natürlich ist es berechtigt, die Frage zu stellen, woher sollen denn eigentlich diese zusätzlichen Fachkräfte kommen? Das Potenzial ist groß, meine Damen und Herren. Wir können zum Beispiel die Rückkehr in den Beruf erleichtern. Wir können mehr Anreize für Vollzeit statt Teilzeit schaffen. Wir können einen flächendeckenden Tarifvertrag unterstützen. Wir können auch endlich in der Pflege Arbeitsbedingungen schaffen, die eine gute Arbeit ermöglichen. Und natürlich brauchen wir mehr Ausbildungsplätze. Meine Damen und Herren, Pflege muss gesamtgesellschaftlich aufgewertet werden. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil wir in eine Zukunft schauen, wo der Anteil der pflegebedürftigen Menschen steigen wird. Und wir dürfen die Angehörigen in diesem Fall nicht alleine lassen. Und deswegen schlagen wir diese zwei Sofortprogramme vor gegen den Pflegenotstand. Sie sind ein guter Anfang. Lassen Sie uns sofort anfangen. Ich danke Ihnen. Der Kollege Erwin Rüttel spricht für die CDU-CSU-Fraktion.